das hier wäre eigentlich schick. Und ich kann ja jederzeit loslaufen und Basen zerstören. Aber ich brauche erstmal die Tränke, bevor ich das erforsche. Nee, dann erforsch doch bitte irgendwas, was keine lila Tränke braucht. Zum Beispiel schnellere Fabriken. Was spricht dagegen? Nix. Mach mal. Sehr gut. Lass die frei. Und lass die neuen Tollen frei. Was mache ich mit den Roboports hier? Einfach irgendwo hin batschen, damit das Muster soweit vervollständigt wird? Ja, könnte ich machen. Erstmal für Licht und Strom sorgen. Ja, ist alles okay. Ich hätte schwören können, ich hätte hier letzte Folge oder vorletzte Folge schon das Muster hin... Ah, hier ist keine Abdeckung. Ja, das wollte ich ja gerade auch beheben. Das heißt hier Roboport. Richtig? Richtig. Und eigentlich hier. Das heißt, wir müssen unsere Farm hier woanders hinstellen. Oder einfach drumherum bauen. So. Auch hier fehlt noch Licht. Und hier ist überall abgedeckt. Das ist gut. So, mach das mal weiter. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Da unten wollte ich den Fünferdrill hinstellen, ne? Ja, allerdings erst, wenn ich genug Türme hatte. Die Türme habe ich gerade alle woanders hingebaut. Du... Rautopass. Bau mal hier, ne? Zeug und so. Und davon hätte ich gerne wieder mehr im Inventar. Warum habe ich sie nicht im Inventar? Da ist irgendwo wieder Mangel? Ja, immer noch Stahl. Ach komm schon, ich habe doch extra diese ganzen Stahlfabriken jetzt gebaut. Nee, ich habe extra die ganzen Eisenfabriken gebaut. Stahlfabriken habe ich keine gebaut. Dann machen wir doch mal aus denen hier, wenn ich es denn noch kann. Ne, Blei fehlt und Holz. Es ist so gut, dass Holz fehlt. Ja, Blei. Wir hatten hier unten kurzfristig was hingestellt. Das weiß ich noch. Vorletzte Folge oder so. Ding, 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 ding. Ich glaube, ich setze jetzt doch irgendwann die Gates hier hin, auch wenn das quasi One-Hits sind. Aber es ist echt nervig, sich jedes Mal so durchzukämpfen. Hier war irgendwo Blei. Und Gold. Tungsten. Blei. Ne, Eisen. Gold, Gold. Viecher. Tin. Tin wäre auch schick. Bau doch mal bitte diese Überlandleitung da, die da. Dann stelle ich mich kurz daneben. Sollte ja nicht allzu lange dauern mit einem Vierer-Drill, den ich gar nicht mehr habe. Weil ich den oben hingesetzt habe. Na, was soll's, kriegen wir trotzdem hin. Bitte so. So weit bist du ja gar nicht, wie ich dachte. So, Tenor. Bup. Nimm bitte einen Dreier-Drill. Tu das bitte da rein und nimm Speed-Module. Ja, 120 Stück waren da drin. Das sollte jetzt schnell gehen. Auch wenn ich den gar nicht wirklich jetzt brauchte, aber ich werde es irgendwann brauchen. 23 Türme schießen, sehr gut. Du bist leer? Gut, mitkommen, mitkommen. Mitkommen? Gold? Gold kann auch nicht schaden. Nimm Dreier-Drill, bapp ihn da irgendwo hin. So, das sollte jetzt eigentlich schon ein bisschen länger dauern. Da sind nämlich 1600 Stück drin. Das heißt, ich lasse euch mal ganz kurz alleine und gucke mich weiter um, was wir noch so abbauen könnten. Da hinten ist Blei, aber nur 345. Das ist echt wenig.
Zwei Sachen hätte ich ganz gerne. Die Möglichkeit, Notizen auf die Minimap zu packen und irgendwo ein größeres Vorkommen an Ressourcen. Kann ruhig selten sein, aber so ein richtiges Bleifeld wie so ein Eisenfeld, das wäre schnicke. Und auch gar nicht so unrealistisch, glaube ich. So, 80, 90. 90 reicht erstmal. Gold. Ja, ist schon runter. Komm mal mit. Es ist nur ein Dreierdrill. Falls der kaputt geht, kann ich das verkraften. Also lasse ich den mal kurz allein. Und schmeiß das Zeug einfach hier rein. Zack, zack, zack. Bitte alles einschmelzen. So, wir haben 5 Tupas-Türme. Es reicht nicht wirklich für einen Außenposten. Aber für hier unten könnte es okay sein. Wenn ich hier einfach so einen Dreier-Drill raufschmeiß. Das müsste ich noch einen Dreier-Drill bauen. Dann schmeiße ich den hier drauf mit Speed-Modulen und allem. Ist alles weg. Mit Speed-Modulen und allem. Und dann lasse ich es von Robotern fliegen. Ich könnte ja einfach... Jetzt habe ich keinen Robot mehr dabei. Aber ich könnte einfach so einen blauen nehmen und hier hinstellen und dann da eine Kiste machen. Weil für diese kleine Strecke da jetzt eine Bahnverbindung, ich weiß nicht. Holz? Ja, bleib ruhig da. Ja, dafür ist ein zu kleines Feld. Wenn wir ein größeres Feld haben hier draußen irgendwo, dann können wir das machen. Also nimm bitte... wo sind sie? Da sind die. Ich sehe kein Kabel. Kabel, okay. Bapp dich dahin, bapp dich dahin, mach Licht. So. Oh, wir müssen jetzt ein paar hinstellen, ha? Huh? Okay. Dann bapp hier einen hin, mach eine rote Kiste drauf. Und dann guck mal, ob inzwischen die Schmelze genug von den Bleisachen eingeschmolzen hat. Damit wir so einen tollen Roboport bauen können. Weil ich denke, ein normaler Roboport wird nicht reichen. Von der Strecke her. Da. 32. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, 135. Ja, 135 für einen einzigen. Das ist schon mal krass. Habe ich neue blaue Chips? Ja, habe ich. Gib mir ein paar von denen. Von euch. Zack, 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 zack. Da 19 Stück. Bauen wir mal 10 Stück davon. Damit wir immer schön zwischendurch ein paar von denen ersetzen und die alten können raus. So. Ja. Oh, warte mal. Kann ein bisschen nachhelfen. Kann die alle da reinschmeißen, dann müssen die erst abgearbeitet werden. Trotzdem kommen die auf 135. Okay, dann bau halt einen normalen Roboport und hoff, dass das von der Strecke her so ein bisschen hinhaut. Dann bauen wir um den Roboport rum die ganzen Topaz-Türme, die ich gerade am Bauen bin. Wobei 5 ein bisschen wenig zu sein scheint. Bau die beiden auch noch. Also setzen den Roboport, setzen um den Roboport die ganzen Topaz-Türme, um die Topaz-Türme eine Mauer und dann muss das reichen. Wenn der Mining Drill angegriffen wird, wird halt angegriffen. Die Topaz-Türme sind mir ein bisschen mehr wert als der 3er Mining Drill. Wenn es jetzt ein 5er wäre, wäre es eine andere Sache, aber ne, 3er ist okay. Apropos 5er. Du bist nur ein 2er, du kannst jetzt aber auch weg. Das hier kann eigentlich alles weg. Boah, sind hier viele Roboter. Die können auf nichts mehr rauflegen. Ihr macht das schon da oben. So, das war... Ah, sind auch neue bei gewesen. Gut. Das heißt, ich nehme jetzt die von oben geklauten Furnace und ersetze die hier. Damit die Stahlproduktion ein bisschen hinterherkommt. Und ich habe jetzt 2 Stromsparmodule drin und ein Gegenteil vom Stromsparmodul. Das heißt, die machen minus 40 und der da macht plus 75. Das ist zu viel.
Du machst wie viel? Plus 45. Jetzt sind wir ungefähr wieder bei 100%. Das ist okay. Weil ich muss hinterherkommen mit dem Stahl. Stahl ist viel zu wichtig. So, sehe ich das schon irgendwo? Ich sehe inzwischen nur noch 23.000 Eisenplatten, aber ich sehe noch keinen Stahl. Komm schon, Stahl. Ich muss eigentlich langsam nach oben tappern. Nee. Immer noch nicht. Mist. Grummelgrumpf. Aber okay, muss warten. Wir wollen jetzt runter Robopod hinsetzen und hoffen, dass es von der Strecke hier einigermaßen hinkommt. Oh. Nein. Wird es nicht. Weil wir noch einen zweiten brauchen. Und dafür habe ich keinen Stahl. Ihr wollt mich doch veräppeln. Gut. Dann halt nicht. Oh, Stahl. Sehr gut. Gib her, gib her, gib her, gib her. Gib her, gib her, gib her, gib her. Kommt doch langsam irgendwas ins System? Nö. Auch immer noch keine Kupferplatten. Das ist sehr frustrierend. Hätte ich echt so nicht gedacht. Na gut, dann setze ich jetzt einfach nochmal 4 von den normalen Schmelzen hier hin. Oh, und ich brauche blaue Kisten, die wieder noch Stahl brauchen. So, unten, 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 unten. Oben, 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 oben. Shift rechts. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Mimip. Du, genau. Ting, 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 ting. So. Jetzt haben wir 7 von den guten Schmelzöfen. 4 von den Einer-Schmelzöfen für Kupfer. Also insgesamt 11 Schmelzöfen. Und für Eisen haben wir 8. Trotzdem haben wir mehr Eisen. Aber das könnten noch Nachwirkungen sein. Von den ganzen Schmelzöfen hier. Nimm das mal alles mit. So. Was machst du da, blauer Roboter? Du bist sehr creepy. Aufräumen. Jo, wir könnten jetzt noch schnellere Fabriken bauen. Muss ich gucken, wo ich das einsetze. Wahrscheinlich bei der Chip- oder Drahtproduktion irgendwo. Wir könnten endlich mal anfangen mit besseren Boilern. Also noch besseren Boilern und noch besseren Steam Engines. Wobei, da wir doch langsam in den Hightech-Bereich kommen, könnte ich eher einen riesigen Park hiervon bauen. Brauch auch keine lila Chips. Ja, warum nicht? Bau mal oder erforsch mal den hier. Oh, da ist noch was drin. Weg, 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 weg. Du störst auf dem Boden. Klick, klick. Angriff oben links sollte absolut kein Problem sein. Ramsch bitte weg. Die Roboter bitte freilassen. Die sind nämlich schnell. Und die Roboter ummodeln. Ting, ting. So. Okay. Ich komme mir gerade wieder so ein bisschen vor, als wenn ich nur hin und her tapper. Was ist mein momentanes Ziel gewesen? Mein momentanes Ziel war, ich wollte Kupfer- und Eisenproduktion noch fließbandunabhängiger machen, alles über die Roboter laufen lassen und das geht jetzt auch einigermaßen dank der sehr schnellen blauen Roboter. Trotzdem kommt Kupfer nicht hinterher. Oh, und ich habe ganz vergessen, zu den 11 Schmelzanlagen hier unten, die ich habe, habe ich hier oben nochmal richtig viele, die auch noch alle befüttert werden. Also ich habe echt keinen Plan. Ah, 4000 Kupferplatten. Ich wollte gerade meckern, ich habe echt keinen Plan, warum die Kupferplatten nicht endlich im System auftauchen, aber sie sind schon da. Sogar schon 4000 Stück davon. Na, das ist schick. Okay, also die Kupferplatten sind langsam wieder im Kommen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir noch mehr Draht im System haben. Dementsprechend noch mehr blaue Chips. Und dann können wir daran arbeiten, rote Chips weiterzubauen und dann die blauen.
Ich kann jetzt ja die besseren Fabriken hier bauen. Ich baue mal testweise 2 Stück davon. Und ersetze dann die Drahtfabriken hier. In der Hoffnung, dass ich irgendwann die Fabriken hier wegmachen kann, damit wir schön eine Reihe Draht, eine Reihe Grün, eine Reihe Rot haben. Auch wenn das nicht aufgehen sollte, ich weiß. Eigentlich braucht man immer, ich glaube, pro 2 rote Fabriken braucht man 3 grüne. Irgendwie so war die Ratio.